Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Reihe hier bei Abi am Hafen. Diesmal geht es um den Woyzeck, Sonntag mit Woyzeck. Ich werde ab der kommenden Woche mit meinem Deutschkurs Woyzeck behandeln und lasse euch hier an den Vorbereitungen teilhaben. Und vielleicht hilft es euch auch, wenn ihr euch durch den Woyzeck arbeitet. Für alle Untertanen-Fans, ich schwöre, ich mache auch die letzten zwei Videos für den Untertan noch fertig. Der Woyzeck ist Thema im Zentralabitur hier in Hamburg für die Jahrgänge, die 23 bzw. 24 ihr Abitur machen. Es gibt derzeit eine großartige Aufführung am Jungen Schauspielhaus, falls ihr noch Karten bekommt. Dazu mache ich nochmal ein Video. Und ich werde euch heute erstmal einen Überblick über das Thema geben, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Ihr seht neben hier eingeblendet den Ausschnitt aus dem A-Heft. Hier in Hamburg werden in den A-Heften für alle Fächer, immer für die jeweiligen Abiturjahrgänge, die von der Behörde vorgegebenen zentralen Vorgaben veröffentlicht, immer pünktlich zum Beginn der 12. Klasse bzw. der 11. Klasse am Gymnasium, also S1, ist das veröffentlicht. Da könnt ihr auch in allen Fächern nachgucken. Und hier steht auch, was ihr genau bei Woyzeck beachten müsst und anschauen könnt. Neben den üblichen Sachen, die man natürlich bei allen literarischen Werken drauf haben muss, nämlich wie ist die Handlung, wie sind die Figuren, wie sind die Zusammenhänge, welche Konflikte gibt es und so weiter, werden hier zwei Aspekte besonders hervorgehoben. Einmal für die auf erhöhtem Niveau die Entstehungsgeschichte und für alle, egal ob grundlegend oder erhöht, die Sprache, die im Woyzeck benutzt wird. Generell wird noch, das steht aber eigentlich immer dabei, auf erhöhtem Niveau erwartet, dass ihr ein tiefer gehendes Kontextwissen habt. Ihr seht hier neben meinen Plan für die Videoreihe. Auf jeden Fall werden wir mindestens ein Video zum Autor und seiner Zeit machen. Ich habe hier die Jahreszahlen einmal aufgeschrieben, weil die könnt ihr euch tatsächlich schon hinter die Ohren schreiben oder sonst wohin, weil man die immer wieder braucht. 1836, 37, kurz vor seinem Tod, arbeitet Georg Büchner am Woyzeck. Das Stück wird nie fertig. Es gibt vier verschiedene Blätter, auf denen er Notizen dazu gemacht hat. Und es ist aber nie in eine vom Autor autorisierte endgültige Fassung des Dramas überliefert, weswegen wir das Ganze auch Dramenfragment nennen. Fragment für Stückel, zerstückelt. 1879 wird aus diesen verschiedenen Fragmenten dann eine Version veröffentlicht, die man als Theaterstück spielen kann, auch wenn es dann eine Form ist, die absolut nicht dem klassischen Drama entspricht. Und auch den Ruf des Werkes als wegweisend für das offene Drama, dazu werde ich auch später noch was sagen, begründet. Trotzdem dauert es dann immer noch bis 1913, bevor jemand das Stück wirklich auf die Bühne bringt. Das wird dann am Ende 1913 uraufgeführt in München. Im Anschluss wird es wahnsinnig oft und viel auf deutschen Bühnen gespielt, bis heute. Zur Handlung werde ich nicht viel sagen. Wir werden immer wieder natürlich darauf zurückkommen. Ich gehe davon aus, wenn ihr meine Videos guckt, dass ihr wisst, was in dem Stück drankommt. Ich habe euch in meiner öffentlichen Playlist alle Videos, die ich gut fand, auch Analysevideos, verlinkt, sodass ihr euch selbst reingucken könnt. Das ist wirklich kein großes Drama, sich das sozusagen reinzuziehen. Die Figurenkonstellation werde ich auf jeden Fall auch nochmal besprechen, ebenso die Sprache in einem extra Video, um dann mit euch zusammen das Handwerk der Szenenanalyse am Beispiel von Woyzeck zu behandeln. Wenn es wichtig erscheint, das weiß ich jetzt im Moment noch nicht, werden wir noch ein kleines bisschen auf die Rezeption eingehen. Ich denke, für hier Hamburg könnte es interessant sein, dass man Entstehungsgeschichte des ganzen Dramas wirklich nochmal beleuchtet und auch nochmal allgemeiner darauf schaut. Warum fanden die Leute eigentlich Woyzeck und finden ihn bis heute immer noch ziemlich gut? Ziemlich viele jedenfalls.
So, das ist der Ausblick auf die Reihe, und ich werde euch eventuell gleich nochmal das erste Video zu Autor und seine Zeit hochladen. Musik